Mein Name ist Agnes Imhof. Ich bin Wissenschaftlerin und Autorin. In der Philosophie beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Fragen der Erkenntnistheorie, der Logik, des analytischen Denkens. Dank Corona habe ich jetzt gelernt, das ist völliger Unsinn. Denn es gibt eine neue Logik. Ich möchte sie reverse Analytik nennen oder auch einfach Qigol, also Logik von hinten gelesen. Willkommen zu meinem Impulsvortrag über die Ontologie der Anoia. Also ich könnte auch einfach sagen des Blödsinns, aber auf Griechisch klingt es besser. Nehmen wir zwei Prämissen, um das Ganze anhand eines einfachen Syllogismus zu veranschaulichen. Erstens, wir müssen die Alten schützen. Zweitens, das Gesundheitssystem darf nicht überlasten. In der reversen Analytik würden wir daraus nun folgenden Schluss ziehen. Wir schicken die Kinder ins Homeschooling und machen Krankenhäuser zu. Brillant! Wo keine Alten sind, muss man keine schützen. Und was zu ist, kann nicht überlasten. Wenn Sie die ganze Tiefe dieses Gedankens noch nicht begreifen, dann seien Sie nicht traurig. Denken Sie an Giordano Bruno, der gesagt hat, das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Genauso wenig wie sonst irgendjemand, der auch nur einen Funken Verstand hat. Bruno, der wurde doch als Ketzer verbrannt. Ich mach mal besser aus.